Geld ist ein Phänomen des freien Marktes. Dass heute das Geld in der Hand des Staates liegt, liegt einfach daran, dass der Staat durch Zwangsmaßnahmen sich das Monopol für die Geldproduktion gewissermaßen unter den Nagel gerissen hat. Das ist also eine sehr, sehr unnatürliche Form des Geldes. Wenn die Geldmenge in einer Volkswirtschaft ausgeweitet wird, dann hat das immer Umverteilungswirkungen von Einkommen und Vermögen. Diejenigen, die die neu geschaffene Geldmenge als erste erhalten, sind immer die Begünstigten, weil die das neue Geld noch verwenden können, um Güter zu kaufen zu unveränderten Preisen. Dann wandert, so muss man sich das vorstellen, das Geld von Hand zu Hand. In dem Prozess werden neue Güter nachgefragt und dann steigen die Güterpreise, sodass die Letztempfänger des neuen Geldes nur noch Güter zu erhöhten Preisen kaufen können. Das ist also eine Umverteilung. Da gibt es Gewinner und da gibt es Verlierer. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Große Freiheit TV. Mein Name ist Martin und wir sind hier auf Usedom bei der Eigentümlich-Frei-Konferenz. Neben mir sitzt Herr Thorsten Polleit und er ist unter anderem Chefökonom der Degussa und hat hier einen Vortrag gehalten über Währungsgeschichte. Was war so die Kernaussage? Mögen Sie das gerade nochmal für unsere Zuschauer auf den Punkt bringen? Der Titel meines Vortrages lautete Die Währungsgeschichte der Deutschen, ein Trauerspiel in 5 Akten. Und ich habe versucht, von 1871 bis heute die unstete Währungsgeschichte der Deutschen zusammenzufassen und die einzelnen Episoden zu erklären. Und ich hoffe, das war mein Bemühen, den Zuhörern gezeigt zu haben, dass immer wieder der Staat das Geld der Deutschen zerstört hat. Aber der Staat hat auch das Geld überhaupt erst erschaffen. Also früher gab es ja Tauschwirtschaft und dann irgendwann muss ja irgendein hoher Beamter oder König gesagt haben, jetzt nehmt ihr das als Geld und das, seitdem gibt es auch überhaupt das Geld. Also die Entstehung des Geldes lässt sich erklären über die spontanen Kräfte des Marktes. Menschen finden sich zusammen in einer Arbeitsteilung und früher oder später erkennt man, dass das Verwenden von einem indirekten Tauschmittel für alle Beteiligten sinnvoll ist. Und dann beginnt man vielleicht mit Gewürzen, mit Muscheln. Und auf der Suche nach dem Medium, was sich am besten eignet, werden früher oder später Edelmetalle, insbesondere Gold und Silber, gewählt, weil die physische Eigenschaften haben, die gutes Geld haben muss. Kurzum, Geld ist ein Phänomen des freien Marktes. Dass heute das Geld in der Hand des Staates liegt, liegt einfach daran, dass der Staat durch Zwangsmaßnahmen sich das Monopol für die Geldproduktion gewissermaßen unter den Nagel gerissen hat. Das ist also eine sehr, sehr unnatürliche Form des Geldes, die wir heute nicht nur in Deutschland, Europa oder in den Vereinigten Staaten von Amerika vorfinden. Das ist also eine sehr, sehr unnatürliche Geldordnung. Also natürlich ist die spontane Ordnung und der Staat sozusagen hat etwas gemacht, was eigentlich nicht dem Menschen entspricht. Ja, also ein Monopol geschaffen. Ja, ganz genau. Und Monopole sind in der Regel schädlich, insbesondere natürlich sind sie dann schädlich, wenn sie erzwungen wurden und das ist beim Geld der Fall. Und man muss dann natürlich in Rechnung stellen, der Staat hat das Geldmonopol eingenommen, nicht um den Menschen besseres Geld zu geben, sondern der Staat besitzt das Geldmonopol, um seine eigenen Zwecke besser durchsetzen zu können. Also, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel die Menschen zu besteuern. Sie wissen, eine offene Besteuerung stößt schnell auf Widerstand, weil die Menschen merken, dass von ihrem Gehaltskonto etwas abgebucht wird. Man kann heimlicher und heimtückischer besteuern, indem man inflationäres Geld ausgibt. Also das Geld selber drucken, in Umlauf bringen, den Geldwert entwerten und mit diesem entwerteten Geld kann man dann die Güter einkaufen, die man als Staat haben möchte. Ne? Man kann dann Menschen einstellen, Transferzahlungen bezahlen. Und das kann man heutzutage eben machen, indem man einfach die elektronische Notenpresse laufen lässt. Also es ist nicht so, dass wir das Geld in den Händen des Staates finden, weil der Staat die alleinige Instanz ist, die Geld schaffen könnte. Nein, nein, und er sorgt auch nicht für gutes Geld. Aber wenn jetzt die Preise steigen, ist es doch kein Problem. Also mein Gehalt steigt, die Brötchenpreise steigen, ist doch eigentlich das Gleiche. Wenn die Geldmenge in einer Volkswirtschaft ausgeweitet wird, dann hat das immer
Umverteilungswirkung von Einkommen und Vermögen. Diejenigen, die die neu geschaffene Geldmenge als erste erhalten, sind immer die Begünstigten, weil die das neue Geld noch verwenden können, um Güter zu kaufen zu unveränderten Preisen. Dann wandert, so muss man sich das vorstellen, das Geld von Hand zu Hand. In dem Prozess werden neue Güter nachgefragt und dann steigen die Güterpreise, sodass die Letztempfänger des neuen Geldes nur noch Güter zu erhöhten Preisen kaufen können. Das ist also eine Umverteilung. Da gibt es Gewinner und da gibt es Verlierer. Und die Gewinner sind die, die nah an den... Ganz genau, das sind die sogenannten Erstempfänger des neuen Geldes. Wenn die Geldmenge in einer Volkswirtschaft steigt, kriegen ja nicht alle gleich viel zur gleichen Zeit. Es sind immer einige wenige, die das neu geschaffene Geld bekommen. Und das sind natürlich dann auch die Gewinner. Das sind die Umverteilungseffekte, die man natürlich dann auch staatlich wünscht, um den Staat noch mächtiger zu machen. Und es gibt natürlich auch Sonderinteressengruppen, die daran teilhaben, die dann die Gewinne der Geldproduktion, der Ausweitung des Geldes, der Geldmenge für sich vereinnahmen können. Aber der Staat, das sind wir doch alle und die Zentralbank gehört doch dem Staat und der ist doch interessiert daran an Preisniveaustabilität, sagt sie ja selber. Zunächst mal, Preisniveaustabilität ist eine Klausel, die beispielsweise in einigen Notenbankverfassungen niedergeschrieben ist. In der Praxis wird das umgesetzt als ein Anstieg der Preise von nicht mehr als 2% pro Jahr. Und das ist natürlich Inflation. Exponentiell. Ja, jedes Jahr steigen sollen die Preise, die Güterpreise um ungefähr 2% steigen. Und das wird den Menschen verkauft als Preisstabilität. Also ich nehme jedes Jahr 2% zu und bin dann stabil im Gewicht. Nach wie vor schlank. Ne? Und das ist natürlich, da führt man die Menschen natürlich hinters Licht. Natürlich ist das Geld, was heute umläuft, inflationär. Wem gehört denn die Zentralbank? Also... Zum Beispiel in Europa haben wir ja die Europäische Zentralbank und das Grundkapital dieser Europäischen Zentralbank stammt von den nationalen Zentralbanken. Das ist im Falle Deutschlands die Deutsche Bundesbank, die also die Anteile an der Europäischen Zentralbank hält. Und die Deutsche Bundesbank ist, im, wenn man so will, Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Und ich sage nur nochmal, der Staat ist also keine natürliche Instanz, die durch freiwillige Vereinbarung in die Welt gekommen wäre, sondern ein Staat ist ja ein territorialer Zwangsmonopolist mit Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte, die zwischen seinen Untertanen auftreten. Und er ist auch Letztentscheider über alle Konflikte, die zwischen ihm selbst und seinen Untertanen auftreten. Insofern, der Staat kann natürlich in dieser Weise, in dieser Form gar nicht durch freiwillige Vereinbarung in die Welt gekommen sein. Und wir müssen nur in die Geschichte gucken. Der Staat ist immer durch Zwang und Gewalt entstanden, indem eine Gruppe eine andere unterworfen hat. Und das ist ja heute auch noch so. Es gibt Regierende und es gibt Regierte. Sie dürfen zum Beispiel nicht stehlen. Wenn sie das tun, dann kommen sie in das Gefängnis. Aber der Staat darf das in Form von Steuern. Der darf ihnen also etwas abnehmen und muss ihnen dafür keine Gegenleistung bringen. Okay, also der Staat ist nicht durch Zusammenkommen aller Menschen, dass die gesagt haben, wir wollen jetzt gerne, wir brauchen jetzt einen, der uns beherrscht, entstanden, sondern immer durch, letztendlich durch Zwang, durch den Stärkeren oder Mieseren, der das dann durchgesetzt das hat. Das ist die leidvolle Geschichte, die man sich vor Augen führen kann, ja. Okay, haben Sie eine, ab von dem, was wir jetzt besprochen haben, von allgemein was Konkretes, was sie aktuell bewegt, vielleicht auch sogar eine Prognose für unsere Zuschauer. Was wird passieren, vielleicht jetzt 2020 oder in den nächsten Jahren, womit sie sich beschäftigen, wo sie sagen, okay, das ist so eine Erwartung, ein Trend wird weitergehen, meinetwegen mit den Zinsen, werden die Zinsen wieder steigen und damit die Immobilienpreise fallen oder andersrum? Vermutlich kennen ja viele Ihrer Zuschauer diese Problematik des internationalen Kredit- und Geldsystems. Es handelt sich dabei um ein ungedecktes Papiergeldsystem, also nicht nur der Euro, sondern der US-Dollar, der Schweizer Franken, der chinesische Renminbi, der japanische Yen. Die sind alle nach der gleichen Blaupause gebaut. Sie sind alle sie repräsentieren allesamt ein ungedecktes Papiergeldsystem. Und das hat natürlich große Probleme, insbesondere die Verschuldung steigt sehr, sehr stark an. Das ist international zu beobachten. Und da stellt sich natürlich die Frage, was passiert da? Einige befürchten, es kommt zu einem Crash, der kann verschiedentlich ausgelöst werden. Wenn ich jetzt, also diese Probleme unbenommen, die gibt es. Und wenn Sie mich jetzt so fragen, was bewegt mich mit Blick auf das laufende Jahr, dann befürchte ich, dass dieser künstliche Boom, den die Zentralbanken in Gang gesetzt haben durch tiefe Zinsen,
indem sie ein Sicherheitsnetz unter die Konjunkturen und die Finanzmärkte gespannt haben, dass dieser künstliche Boom noch länger dauert, als viele das heute erahnen. Indem die Zentralbank eben diese Korrekturkräfte aus den Märkten verdrängt haben, hat auch die Wahrscheinlichkeit für einen unmittelbar bevorstehenden Crash abgenommen. Die Kehrseite ist natürlich, dass die Fehlentwicklungen sich weiter aufbauen. Das heißt, die Fallhöhe, wenn es dann später tatsächlich mal zu einer Erschütterung kommt, die nimmt weiter zu. Aber in 2020 bin ich sogar mit Blick zum Beispiel auf die Aktienmärkte recht positiv gestimmt, dass also die Kurssteigerungen weiter zunehmen. Das ist natürlich teilweise auch inflationär. Nominell. Ganz genau. Das beeile ich mich auch hinzuzufügen. Und das ist natürlich auch eine Folge der steigenden Geldmengen, für die die Zentralbanken sorgen. Die Zinsen sind ja kontrolliert von den Zentralbanken. Da glaube ich, auch in 2020 wird es da keine Zinsanhebung geben hier im Euroraum. Und auch in den Vereinigten Staaten von Amerika gehen die Zinsen insbesondere am langen Laufzeitende tendenziell weiter zurück. Und dann glaube ich auch weiterhin, dass die Edelmetallpreise ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Also insbesondere Gold, stärker vermutlich sogar noch das Silber. Sie haben gesagt, dass Gold sei der Anker an der Wand, wenn ich mich richtig erinnere. Das habe ich von Ihnen gelernt. Also man könnte eigentlich sagen, dass sich nicht Gold erhöht, sondern alles andere fällt im Vergleich. Ja, das kann man so machen. Ist vollkommen richtig. Es ist auch sehr gut, dass Sie das sagen. Wir sind natürlich gewohnt, in Dollar oder in Euro oder in Schweizer Franken zu denken, gerade mit Blick auf das Gold. Und das Gold ist ja, wenn man so will, das ultimative Zahlungsmittel. Gold ist eine Währung, die natürlich in Konkurrenz steht zu allen anderen zu den ungedeckten Papierwährungen. Und das ist vollkommen richtig. Man könnte sich natürlich angewöhnen, da wäre es eigentlich auch richtig, in Goldunzen die Güterpreise zu benennen. Und dann würde man natürlich sehen, dass die Kaufkraft des Goldes steigt. Ja, also das ist das Spiegelbild einer fallenden Kaufkraft des ungedeckten Papiergeldes. Das Spiegelbild. Sie haben gerade gesagt, als Goldunze, also sozusagen die Einheit wäre dann ein Gewicht, das Gramm beispielsweise, oder ganz Unze. Genau, ja. Was ist Euro, was ist Dollar? Ist das die Einheit? Wie ist das definiert? Ja, also das ist ja die allgemeine Bewertungseinheit, wenn man so will, nicht? Also wir drücken die Anzahl der Birnen, die wir zu kaufen oder zu tauschen wünschen, in Geldeinheiten aus. Und die Amerikaner machen es in US-Dollar. Und wir im Euroraum machen es derzeit mit Euro. Nur jeder Ingenieur, jeder Techniker, Physiker weiß, was ein Gramm ist, wie das definiert ist. Oder was eine Sekunde ist. Oder was der Meter ist. Oder Moment. Ja. Aber bei die Ökonomen wissen die alle, was der Dollar ist? Das ist eine sehr interessante Frage, die Sie da aufwerfen. Ursprünglich war es ja so, beispielsweise beim US-Dollar 1792 wurde der als offizielles Geld der Amerikaner im Münzgesetz niedergelegt. Und damals war es so, dass der US-Dollar ein Name war für eine konkrete Feingoldmenge. Also er war ein Name für eine konkrete Feingoldmenge. Man hätte damals auch sagen können, wir weisen die Güterpreise in Gramm oder in Feinunzen aus. Das war ursprünglich auch der Gedanke. Dann kamen eben die Staaten ins Spiel und die Staaten haben immer ein Interesse, den Währungsname vom unterliegenden Gut zu lösen. Das ist ein Zwischenschritt, um die Währungshoheit zu erobern. Auch bei der Mark? Die Mark war auch ursprünglich? Ja, ursprünglich war zum Beispiel auch die Goldmark, die man im Deutschen Reich 1871 eingeführt hat, in Gold definiert. 0,358 Gramm Feingold entsprachen einer Goldmark. Und die Menschen haben im Tagesgeschäft in Goldmark oder in Mark die Preise ausgewiesen und nicht in Gramm. Aber es ist zum Beispiel sehr wünschenswert, wenn man es tun würde, wenn man also tatsächlich die Güterpreise im Falle eines Edelmetallgeldes in Gramm ausweist oder eben in Unzen, wie auch immer dann die Metrik sein kann. Ganz fantastisch. Haben Sie noch eine wichtige Information für unsere Zuschauer oder irgendwas, was Sie noch jetzt auf den Punkt bringen möchten, wo Sie jetzt die Gelegenheit haben, Millionen von Menschen eine Information rauszubringen? Sie haben mich freundlicherweise gefragt, was der Titel meines Vortrages war. Ich habe den Vortrag abgeschlossen mit einem Lösungsvorschlag, um diese ganze Währungsproblematik in bessere Bahnen zu lenken. Und das war ein Plädoyer für einen freien Markt für Geld, dass Ihre Zuschauer wissen sollten, die Lösung dieses Geldproblems, dieser erdrückenden Schuldenlasten, der tiefen Zinsen und so weiter, ist ein freier Markt für Geld. Das
staatliche Geldmonopol muss fallen. Die Menschen müssen die Freiheit haben, das Geld wählen zu können, was sie haben wollen. Nein, das haben wir nicht, weil wir natürlich ein Währungsmonopol haben. Alternative Geldarten sind zum Beispiel steuerlich benachteiligt. Die können sich gar nicht durchsetzen gegenüber dem Euro beispielsweise hier im Eurogebiet. Ein freier Markt für Geld, das ist gewissermaßen ein Selbstbestimmungsrecht eines jeden und da sollte jeder Bürger, jeder ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer drauf pochen. Super, ein freier Markt gegen das Zwangsmonopol für fairen Wettbewerb, dass sich das Beste durchsetzt. So ist es. Super, dann freue ich mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier zu uns zu sprechen. War eine große Freude, vielen Dank. Gut, dann freue ich mich auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.